Hallihallo Leute und willkommen zur Karte der Woche. Ja, ich weiß, es ist erst Dienstag, aber da wir morgen das neue Structure Deck öffnen, das ich bekomme, und ja, ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass der Release erst Donnerstag ist. Da ich es aber schon hier habe, möchte ich es euch gerne am Mittwoch, also morgen schon, vorstellen. Wir machen ein Opening dazu. Donnerstag wird es dann wahrscheinlich ein Deck-Profile ums Structure Deck geben. Darum machen wir heute die Karte der Woche, damit die nicht zu kurz kommt. Und ja, die Karte dieser Woche ist Trommelwirbel, Distrudo, der Schauer des verschwundenen Drachen. Ja, eine sehr, sehr nice Karte. Im Übrigen der Tuner mit der höchsten Verteidigung. Einer von zweien. Es gibt ja noch ein normales Monster, das auch 3000 hat. Die zwei teilen sich da den Platz. Ist aber trotzdem das Monster mit der höchsten Verteidigung, das höchste Verteidigungsmonster aller Tuner-Effekt-Monster. Da gibt es nämlich kein zweites. Ja, was kann der Gute denn? Falls sich diese Karte in deiner Hand oder in deinem Friedhof befindet, du kannst die Hälfte deiner Life-Points zahlen und deinem Monster der Stufe 6 oder niedriger wählen, das du kontrollierst. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung und falls du dies tust, wird die Stufe dieser Karte und die Stufe des als Ziel gewählten Monsters verringert. Zusätzlich lege diese Karte unter das Deck, falls du das Spielfeld verlässt. Du kannst diesen Effekt von Distrudo, der Schauer des verschwundenen Drachen, nur einmal pro Spiel zu verwenden. Ja, zunächst einmal, super Name, mir gefällt der deutsche Name ausnahmsweise mal sehr gut. Ich finde das Artwork richtig, richtig nice. Ich bin sowieso der Meinung, Konami hat in letzter Zeit sehr, sehr schöne Artworks rausgebracht. Das darf man auch mal sagen. Konami macht nicht immer alles richtig. Wenn sie mal was richtig machen, muss man das auch würdigen. Und der Drache hier gehört definitiv dazu. Was macht den Drachen jetzt gut? Naja, er ist ein Stufe 7 Tuner. Das Coole an der Sache ist, ihr könnt im Prinzip mit ihm und seinem Effekt instant ein Stufe 7 Synchro-Monster hinstellen. Denn wenn ihr, sagen wir mal, ihr habt ein Monster Stufe 4 auf dem Spielfeld und den Drachen hier im Grave, ihr bezahlt die Hälfte eurer Life Points Special Dean, dann verliert ihr 4 Stufen, ist also Stufe 3, 4 plus 3 gleich 7. Also instant Stufe 7 Synchros. Und es gibt gute Stufe 7 Synchros. Die Karte hier kann einiges an Kombos abziehen. Ihr könntet beispielsweise zusammen mit Dragon Ravine einen Ancient Fairy Dragon specialen. Mit dem Ancient Fairy Dragon dann den Dragon Ravine zerschießen, 1000 Life Points absahnen und eine Spielfeldzauberkarte suchen. Also ihr habt so eine kleine Engine drin, die euch ja ein cooles Synchro-Monster rausknallt und noch eine Spielfeldkarte zur Hand gibt. Kann man durchaus machen. Wenn ihr Second geht, könntet ihr sogar einen Black Rose Dragon hinstellen und mal das Feld räumen, bevor ihr was macht. Es gibt viele Decks, wo sie gut funktioniert. Was mir spontan in den Sinn kommt, ist wirklich ABC. ABC ist perfekt für dieses Deck geeignet. Oder beziehungsweise die Karte ist perfekt für ABC geeignet. Ihr habt die Möglichkeit, die Spielfeldkarte zu nutzen mit Fairy Dragon und Dragon Ravine. Ihr könnt problemlos Karten abschmeißen für Dragon Ravine, denn ja, die ABCs bringen euch durchaus auch im Friedhof was. Und ihr habt eben Zugriff auf diese Stufe 7 Synchros, was auch gut ist. Das andere, wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, extrem schnell Monster aufs Spielfeld zu knallen. Den Drachen hier in den Friedhof zu bekommen, ist auch nicht so schwierig. Eine Möglichkeit, wie gesagt, ist Dragon Ravine. Eine andere, vielleicht etwas mehr generic Lösung wäre Foolish Burial. Das ist eine gute Variante. Und ihr könnt ihn natürlich auch abschmeißen. Das funktioniert natürlich absolut auch. Also eine Karte, die wirklich ja sehr, sehr vielseitig ist. Darum heute die Karte der Woche. Ausnahmsweise mal am Dienstag. Was ist eure Meinung dazu? Was haltet ihr von Distrudo? Gefällt euch die Karte oder sagt ihr, ja, Distrudo ist jetzt nicht so meins? Oder gefällt euch es genauso gut wie mir? Schreibt es mir in die Kommis, freue mich drauf, das zu lesen. Gebt dem Video hier einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, teilt das Video mit euren Freunden. Schaut in der Endcard vorbei, da findet ihr immer noch ganz viele weitere Videos zum gleichen Thema, aber auch Videos, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, basierend auf euren Interessen. Neues, cooles YouTube-Feature für Endcards. Schaut mal rein. Das war's von mir, ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder beim Opening des neuen Link Structure Decks. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Ciao, Leute.